ganz herzlichen Dank. Sie wissen, das war ein Nadelöhr und wer vor zwei Wochen das miterlebt hat, als die Autobahn eine Vollsperrung hatte, da ging in Remscheid gar nichts mehr, weil hier keiner mehr durchkam. Ihnen allen, die Sie dazu beigetragen haben, dass das so schnell und so unkompliziert und dass es so geklappt hat, dass es der Verkehr ja auch geflossen ist. Es gab kaum Beschwerden. Ihnen allen dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Großen Respekt für dem, was Sie gemacht haben. Herzlichen Dank nochmal und auf die nächste gute Zusammenarbeit. Ich denke, die Leistung, die Sie hier gebracht haben, war super. Der RANF hat uns die Zahlen mal zusammengestellt, die Stunden, die hier geleistet wurden. Ein großer Teil davon waren Überstunden, sonst hätte das nicht funktioniert. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, Ihre Leistung oder mit Ihrer Leistung haben Sie für die Bauindustrie in Remscheid ein gutes Zeichen hinterlassen. Und dass es vor der Zeit fertig geworden ist und kein Berliner Flughafen geworden ist, finde ich besonders schön. Wir hatten sicherlich mit dem Wetter auch Glück, das muss man einfach dazu sagen. Dafür war der Winter etwas länger. Aber dass dann die Truppen hier noch verstärkt wurden und Überschichten gefahren wurden, auch samstags, wie Herr Mastreis eben schon gesagt hat, Respekt, finde ich toll. Meinen großen Dank an die Zusammenarbeit. Und dass wir bei dem ganzen Ärger, den wir hatten, auch mit der Vorgängerfirma, deren Namen nicht genannt werden soll, insgesamt den Kostenrahmen, der im Investitionsprogramm drin war, noch eingehalten haben und die Bauzeit eigentlich nach der alten Planung nur um 4 Monate überzogen haben. Ich glaube, da können wir sagen, wir haben zusammen keinen großen Fehler gemacht, sondern ist alles hervorragend gelaufen. Dafür Ihnen allen mein Dank. Bis zur nächsten Baustelle, die wartet dann nächstes Jahr da unten, Ringrader Straße, wird auch spannend. Ich glaube, einfacher als die Drecknase auf jeden Fall. So Jungs, die Brötchen sind da, guten Hunger. Ja. So? Womit auch die Idee dazu? Haben wir jetzt auf? Klar? Ja, noch klar. Aber mit der zwei Würste geht keiner hier vom Platz. Ist ja gut klar, oder? Nachdem das erste Unternehmen, das wir mit dem Projekt betraut haben, aus bekannten Gründen von der Baustelle zurückgezogen werden musste, war ich sehr froh, dass Firma Dormann den Auftrag übernommen hat. Wir sind ursprünglich davon ausgegangen, dass es noch etwas länger dauern würde. Und ich freue mich riesig, dass wir nun Mitte Oktober die Kreuzung wieder komplett freigeben könnten. Es müssen noch ein paar Fahrbahnmarkierungen und einige wenige Arbeiten gemacht werden. Die ganze Interimszeit ist sehr gut gelungen, dank des guten Zusammenwirkens von technischen Betrieben und dem Unternehmen Dormann. Das hat wunderbar geklappt. Wir sind sogar in dem Kostenrahmen, den wir ursprünglich kalkuliert haben. Und das ist ein Verdienst der Männer, die hier auf dieser Baustelle gearbeitet haben und der Führung im technischen Betrieb und im Unternehmen Dormann. Klasse Geschichte. Ich freue mich riesig und ab Ende nächster Woche ist diese Baustelle, gehört sie der Vergangenheit an und dann kann der Verkehr wieder vernünftig fließen.